Dies ist ein Video mit einem Beispiel zu der Back-and-Forth-Methode. Wir wollen hier zeigen, dass unendlich dimensionale Vektorräume über den reellen Zahlen elementaräquivalent sind. Zuerst werden wir ein paar Vorarbeiten leisten und die habe ich hier schon mal angeschrieben. Also lass uns erstmal darüber nachdenken, was hier die Sprache ist. Die Sprache hier ist L. Was haben wir? Einmal wollen wir im Vektorraum addieren, also haben wir diese zweistellige Funktion plus. Dann fügen wir die Konstante 0 ein. Und was wollen wir noch? Wir wollen noch mit Skalaren multiplizieren. Das könnte man ja erstmal auffassen als eventuell eine zweistellige Funktion, wo das erste Element aus R kommt und das zweite Element aus dem Vektorraum und wir sie dann miteinander multiplizieren und ein Element aus dem Vektorraum bekommen. Aber wie er schon mitbekommen hat, ist das hier ein bisschen problematisch, weil wenn unsere Struktur nur Elemente aus dem Vektorraum enthält, dann kann ich auf die Elemente von R nicht zugreifen. Und deswegen machen wir hier was anderes. Wir werden hier für jede reelle Zahl eine Funktion hinzufügen. Also wir nennen die dann zum Beispiel fr für r in den reellen Zahlen r. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Funktionen hier. Und das sind dann einstellige Funktionen. Ja, also das ist eine einstellige Funktion. Und die bildet jedes Element v auf sein skalares Vielfaches r ab. Ja? Das werden wir jetzt hier auch in der Struktur direkt sehen. Was haben wir? Was ist die Struktur? Also wir haben eine Struktur, nennen wir die mal v. Das Universum ist, benennen wir mit v. Dann haben wir eine Interpretation dieses Plus in V, eine Interpretation der Null in V und eine Interpretation dieser Funktionen in V. Und was machen die? Also, wenn ich ein kleines Element V in V mit einem Element W addieren will, ja, und hiermit bezeichne ich jetzt die abstrakte Dings hier, dann soll das einfach Addition im Vektorraum sein. Ja, so damit möchte ich ein bisschen unterscheiden. Also hier, das ist die mathematische Addition, ja, die wir kennen, und hier, das ist die Addition in dieser Struktur. Die sollen übereinstimmen. Die Null im Vektorraum, was macht das denn hier die ganze Zeit? Soll einfach die Null sein. Und was ist jetzt fr? Also fr von einem v ist einfach r mal v. Ja. Wobei hier jetzt VW sind in V und dieses R ist ein Element aus R. Gut. Jetzt haben wir gesehen, wie die Struktur aussieht, allgemein. Und in einem Back-and-Forth-System sind wir ja immer daran interessiert, was sind die endlich erzeugten Unterstrukturen. Also lass uns erstmal nachsehen, wie solche aussehen. Also sei es jetzt mal einfach allgemein eine Teilmenge von V. Und wir wollen gucken, ja, was ist das Erzeugnis von S in der Struktur. Ja. Jetzt habe ich hier falsch rumgeschrieben. Ja. Dieses V hier soll natürlich dahinter stehen. Und das ist jetzt erstmal eine allgemeine Analyse für allgemeine Mengen. Wir werden dann später sehen, was es heißt, wenn S endlich ist. Okay. Also zuerst, was wir machen, wir fügen diese Konstante 0 hinzu. Ja? Weil das ist eine Konstante. Wir wissen, jede Unterstruktur muss sie enthalten. Also der erste Punkt hier ist schon mal 0 ist ein Element von dem Erzeugnis von S in V. Gut. Als zweites gucken wir uns jetzt mal diese Funktion hier an und gucken mal, was das bedeutet. Ja? Was bedeutet, dass es unter fr abgeschlossen sein muss? Wir nehmen jetzt mal mehrere, sei v1 bis vn in v.
Ja? Dann gilt das für alle R1 bis Rn in R. Ja? Fri von Vi, das hier muss ein Element von dem Erzeugnis von S sein. Ja, gut, hier, das müssten natürlich Elemente auch aus S sein, nicht aus V. Also sind natürlich auch aus V, aber was uns interessiert, sind die Elemente aus S. Dann muss das Bild unter dieser Funktion auch wieder in S sein. Ja, das muss in dem Erzeugnis von S sein. Und was ist das gerade? Das ist gerade das Ri-Vielfache von Vi. Also wir sehen hier, wenn wir das jetzt mal mathematisch betrachten, dass im Prinzip alle skalaren Vielfache von jedem Vektor in S in dem Erzeugnis sein muss, also der ganze Spann. Okay. Des Weiteren, ja, wenn wir uns jetzt Plus angucken, was passiert dann? Ja, also wir wissen jetzt, dieses R1V1 ist in dem Erzeugnis. Da muss auch R1V1 plus, ja, R2V2 in dem Erzeugnis liegen. Und das können wir iterativ vorführen. Also wir können alle diese Dinge addieren. Ja, bis Rn, Vn. Alles das muss im Erzeugnis von S liegen. Ja, hier, wir gehen wieder davon aus, ja, diese Vis waren in S, ja, und das sind allgemein irgendwelche Elemente von R, dann muss das Ganze hier in S liegen. In dem Erzeugnis von S, Entschuldigung. Und was ist das? Das ist genau R1V1 plus R2V2, wobei ich wahrscheinlich hier überall dieses V hinschreiben sollte. Also das sind diese ganzen Dinge in V. Also da, und jetzt bin ich im Vektorraum. Ja, und das ist genau eine Linearkombination. Das heißt, alle Linearkombinationen in S sind im Erzeugnis. Ja, das heißt, wenn ich mit Elementen in diesem S hier beginne und irgendeine solche Linearkombination bilde, dann muss das weiterhin in Erzeugnis sein. Okay, jetzt gucken wir mal weiter, was passiert jetzt. Jetzt wollen wir im Prinzip zeigen, dass das alles ist. Ja, so, also wenn wir unsere Linearkombination abschließen, dann haben wir schon eine Unterstruktur. Und was wollen wir dann zeigen? Wir wollen jetzt zeigen, dass im Prinzip der Spann von S, ja, oder das Erzeugnis von S im Sinne des Vektorraums, also im algebraischen Sinne, dass die unter den Funktionen FR und Addition abgeschlossen sind. Also ferner, wenn man ein FR V auf eine Linearkombination anwendet, dann bekommt man wieder eine Linearkombination. Also im Prinzip genau das R-Vielfache dieser Linearkombination. Und dasselbe gilt für Plus. Also wenn wir FR auf eine Linearkombination, ich schreibe jetzt einfach mal nur LK dafür, oder Plus auf zwei Linearkombinationen anwendet, erhält man wieder eine Linearkombination. Ja, wie kann man das sehen? FR von R1 V1 plus R2 V2 plus RN VN ist dann genau R1 V1 plus RN VN. Ja? Und R1 V1 plus Rn Vn plus eine weitere Linearkombination Rn plus 1 Vn plus 1 plus M Vm ist genau R1 V1 plus ganz ist noch hinten Rm Vm. Hier wollte ich noch eine Sache sagen. Also wir sagen hier nicht, dass diese hier unterschiedlich sein müssen. Ja?
Aber man kann eine Linearkombination, in dem Sinne sind sie da nicht eindeutig, aber in dem Fall könnte auch ein V1 gleich V3 sein. Das macht uns hier nichts aus. Das heißt, der Spann, ja, der Spann von S, ja, vielleicht habt ihr das auch manchmal so notiert, das weiß ich jetzt nicht in eurer Mathe, aber hier als Vektorraum, ja, das ist ganz wichtig, ist die Unterstruktur, ist eine Unterstruktur und ist die kleinste, die S enthält. Ja, und na, jetzt, wenn S endlich ist, was bedeutet das dann? Ja, dann bedeutet das, dass diese Unterstruktur endlich erzeugt ist als, ja, als Vektorraum. Und das ist das gleiche wie endlich dimensional. Und das ist ganz wichtig, ja, für später, für unser Back and Forth. Also wir wollen hier, dass diese endlich, die endlich erzeugten Unterstrukturen, genau die endlich dimensionalen ist. Vielleicht unterstreiche ich das hier nochmal einmal. So. Und insbesondere kann man eben eine endliche Basis sehen. Okay. Als nächstes gucken wir, wie sehen Isomorphismen zwischen endlich erzeugten Unterstrukturen aus? Ja. Also wir machen im Prinzip hier die ganze Vorarbeit, bevor wir dann in dieses Back-and-Forth-System reingehen. Also, fangen wir erstmal an mit einer Einbettung. Also wir haben hier F von C nach D, Einbettung. Und hier C und D sind Unterstrukturen, wobei C jetzt vom Vektorraum, sag ich mal, V und D vom Vektorraum W, ja, zwei endlich unendlich dimensionale Vektorräume. Ich habe hier mal die Definition von Einbettung kopiert, damit wir daran uns ranhangeln können. Ja, was müssen wir jetzt gucken? Wie kann das eine Einbettung sein? Erstmal müssen wir uns alle Konstanten angucken. Die einzelne Konstante, wenn ihr euch erinnert hier, war 0. Das heißt, wir wissen als erstes, dass f von der 0 in V, ja, gleich S der von 0 in W. Ja, wobei hier, das hier ist eine Unterstruktur von V gleich V, Komma das und D ist Unterstruktur von W. Okay, als zweites, jetzt müssen wir alle Funktionen uns gucken, angucken. Was ist die erste Funktion plus? Das heißt, wir wissen, dass diese Einbettung, wenn wir in V addieren, dann muss das das gleiche sein, wie wenn wir in W addieren. Das heißt, wenn wir die Funktion erst anwenden und dann in W addieren. Und dann brauchen wir noch die Funktion fr. Ich schreibe das mal in der Mitte, damit ich nochmal links und rechts Platz habe. Also wir wissen, dass wenn ich f auf diese Funktion fr von x anwende, dann soll das das gleiche sein, also hier, das ist die Interpretation in v, dann soll das das gleiche sein wie fr Interpretation in w von f von x. Ja. Gut, das sieht jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich aus. Lass uns mal rausfinden, was das bedeutet, wenn wir hier einsetzen, wenn wir hier die Interpretation einsetzen. Also das ist genau f von r mal x und das ist genau r mal f von x. Und jetzt seht ihr, was sind das genau für Bedingungen? Das sind genau die Bedingungen, dass die Abbildung linear ist. Das heißt, 1 und 2 sagen oder besagen, dass f eine lineare Abbildung sein muss. Okay,
Jetzt haben wir noch mehr hier. Also erstmal soll sie injektiv sein. Das heißt, F ist eine injektive lineare Abbildung. Und wir interessieren uns ja hier schließlich für Isomorphismen, nicht einfach allgemein für Einbettungen. Das heißt, wir brauchen eine bijektive lineare Abbildung. Nochmal kurz, um vielleicht auf 3 einzugehen. Also drittens sagt etwas für Relationszeichen aus und wir haben keine Relationszeichen in unserer Struktur. Deswegen müssen wir hier für drittens nichts überprüfen. So, das heißt, ein Isomorphismus, und jetzt muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, also wir reden jetzt hier von einem Isomorphismus als Struktur. Ja, hier sind im Prinzip 2 Isomorphismen, die auftreten. Einmal gibt es Isomorphismen als Struktur und einmal gibt es Isomorphismus, den ihr schon kennt, vom Vektorraum. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, ist es im Prinzip genau das Gleiche. Ja? Und deswegen sind diese Wörter Isomorphismus auch so gewählt. Ja? Die Isomorphismen in der Struktur sollten eigentlich übereinstimmen mit den Isomorphismen, die ihr vielleicht schon mal kennengelernt habt. Aber man muss das alles immer überprüfen. Also, das heißt, ein Isomorphismus ist eine bijektive lineare Abbildung. Ich wollte das jetzt aber so schreiben, nicht, dass ich schreibe, ein Isomorphismus ist ein Isomorphismus. Das ist ein bisschen irreführend. Wenn wir jetzt zwischen endlich erzeugten Unterstrukturen finden wollen, was da los ist. Wir wissen von der linearen Algebra, wir haben bijektive lineare Abbildungen genau dann, wenn die Dimensionen übereinstimmen. So mit anderen Worten, es existiert ein Isomorphismus zwischen C und D. Genau dann, wenn die Dimensionen übereinstimmen. Dim von C gleich Dim von D, wobei das die unterliegende Menge ist. Okay. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Jetzt bin ich wieder. Und als letztes, bevor wir dann den Beweis im Detail durchgehen, will ich nochmal hinschreiben, was unser System ist. Also wir betrachten uns jetzt das System S. Was sind unsere Abbildungen? Wir wollen einfach alle Abbildungen reinschmeißen, die gut sind. Und deswegen nehmen wir einfach alle Isomorphismen zwischen endlich erzeugten Unterstrukturen. Also CD. CD endlich erzeugt. Und F bijektive lineare Abbildung. Und wie wir jetzt rausgefunden haben, das existiert genau dann, wenn C und D gleiche Dimensionen haben. Aber ihr wisst ja auch, es gibt da nicht nur eine Abbildung. Also für 2 verschiedene CD haben wir hier mehrere Abbildungen. Ja? Also genau dann, wir haben für jede Wahl von Basis hier und Basis hier genau eine. Das ist das, was auch nochmal in dem Beweis dann vorkommt. Okidoki. Jetzt geht's zum Beweis. Also wir schreiben hier nochmal hin, was wir alles haben. Also seien V gleich V plus in V, 0 in V, FR in V, R in R und W mit W plus in W, 0 in W und FR in W. Oh, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. So, ich hoffe, man kann das noch lesen, aber ich meine, ich denke mal, ihr wisst jetzt, was hier steht. Also hier steht das gleiche wie hier, nur mit W. So, 2 unendlich dimensionale R-Vektorräume.
Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? Wir geben uns jetzt hier ein Element aus diesem System vor, f. Dann wollen wir es erweitern. Aber erstmal müssen wir natürlich überprüfen, dass s nicht leer ist. Also, Behauptung, s ist nicht leer. Okay. Sei v in v und w in w. Definiere f von Spann von v nach Spann von w. V geht nach w. Okay, als die eindeutige vielleicht. Ja, also das ist das, was jetzt im Beweis noch öfter vorkommt. Im Beweis kommt noch öfter vor, dass wenn man zwei endlich dimensionale Vektorräume habe und ich eine Basis von der von dem Definitionsbereich wähle und eine Basis von dem Bildbereich und ich die Bilder der Basiselemente von dem Bild vom Definitionsbereich definiere, dann ist die lineare Abbildung eindeutig bestimmt. Ja, was man hier auch hätte machen können, ist, man hätte einfach die Abbildung von 0 nach 0 nehmen können. Das wäre auch, also der Nullvektorraum ist auch immer ein endlich erzeugter Vektorraum. So, also es ist nicht leer, die erste Sache. Jetzt sei gegeben f von c nach d Isomorphismus zwischen C-Unterstruktur von endlich erzeugte, sage ich jetzt mal nochmal dazu. Wir nehmen uns jetzt schon mal eine Basis zur Hand, weil das wird uns später nochmal helfen. Also sei C1 bis Cn Basis von C und D1 bis Dn Basis von D. Also wir können das hier schon annehmen, dass sie die gleiche Länge haben, weil wir ja vorhin gezeigt haben, solch ein Isomorphismus, der kann nur existieren, wenn die Dimensionen übereinstimmen. Ah ja, und was wir noch wollen, ist, dass so das jetzt f ci auf c auf di abbildet. Und das ist auch wahr. Also im Prinzip, was wir hier machen würden, ist, wir wählen diese Basis von c, c1 bis cn. Wir schauen uns die Bilder an. Weil es ein Isomorphismus ist, weil es eine bijektive lineare Abbildung ist, wissen wir dann, dass diese Bilder eine Basis vom Bildraum geben. Super. Jetzt machen wir erstmal fourth. Das werden wir ganz im Detail machen und das back werde ich dann skizzieren und man wird sehen, dass das wirklich sehr analog läuft. Also, sei a in v. Ja, wir wollen jetzt dieses f erweitern, sodass a im Definitionsbereich ist. Und wie ihr schon in der Vorlesung gesehen habt, muss man immer erstmal den ersten Fall betrachten. Der ist immer gleich und eigentlich trivial. Also A kann eben in C sein, also in der Menge der Unterstruktur, die wir schon betrachten. Und dann muss man im Prinzip nichts machen, sondern F ist dann selbst die Fortsetzung, die A im Definitionsbereich hat.
Jetzt Fall 2. A ist nicht in C. Also. Dann nehmen wir als C' das Erzeugnis von C, indem wir A hinzufügen. In V. Und jetzt wissen wir schon von der algebraischen Seite, das ist genau der Spann von C und A. Okay. Jetzt, da kommt jetzt ins Spiel, dass unsere Strukturen unendlich dimensional waren. Da W unendlich dimensional ist, gibt es ein Element, das nennen wir B. B in dem W, das nicht schon in D liegt. Ja? Also, wenn D gleich W wäre, dann hätte D auch unendliche Dimensionen. Aber wir wissen ja, D ist endlich erzeugt, also ein endlich dimensionaler Vektorraum. Also gibt es definitiv Elemente in diesem größeren Vektorraum, der nicht schon in dem kleineren liegt. Ja. Und die Idee ist jetzt, wir wollen jetzt A auf B abbilden. Ja, und dann den Rest wollen wir linear fortsetzen. Also, wir machen dann D' soll dann einfach das Erzeugnis von DB in W sein. Das ist wiederum der Spann von DA, algebraisch gesehen, DB natürlich. Algebraisch gesehen. Okay. So, eine Sache, die wir vielleicht aufzeigen sollten, ja, weil A nicht in C ist, ja, ist dieser Raum echt größer. Und eine Basis von diesem Raum hier ist jetzt eine Basis von C zusammen mit A. Ja? Wir wissen, C1, Cn, A ist Basis von C' und D1, DnB ist Basis von D'. Und dann definieren wir unsere Abbildung G von C' nach D' genau so, dass wir CI abbilden auf DI und dass wir A abbilden auf B. Ja? Dies definiert eindeutig eine bijektive lineare Abbildung. Ja, es wird wieder fortgesetzt. Ja. Okay, lassen wir uns doch jetzt noch mal kurz nachrechnen, dass die dann auf C das Gleiche tut. Sei C in C. Das heißt, C ist ein Lambda 1 C1 plus Lambda n Cn für irgendwelche Lambda in R. Gut, wenn ich jetzt G auf C anwende, das ist G von Lambda 1 C1 plus Lambda n Cn, das ist gleich Lambda 1 C, G von C1 plus Lambda n G von Cn. Das ist nach Definition Lambda 1 D1 bis Lambda n Dn. Okay, aber wenn wir jetzt zurückgehen auf F, wie war F? Ja, wir hatten, dass Di genau F von Ci ist. Das heißt, das ist Lambda 1 F von C, ups, von C1 plus Lambda n F von Cn. Das wiederum durch Linearität von F ist das Lambda 1 C1 bis Lambda n Cn und das ist genau F von C. Okay, und dann haben wir jetzt bewiesen, dass F G eine Fortsetzung von S ist. Von F
sodass A in der Domäne von G ist und G ist auch in S. Ja, weil G ist ein Isomorphismus. Und damit haben wir jetzt Wolf bewiesen. Lassen wir uns jetzt nochmal kurz über das Beck nachdenken. Das mache ich jetzt aber nur noch skizzenhaft, nicht mehr so im Detail, weil die Argumente wirklich genau die gleichen sind. Also, wenn wir jetzt B in W haben, also erstmal dieser erste Fall, wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass B nicht in D ist. Ansonsten ist das wieder die gleiche Fortsetzung. Dann können wir genauso, jetzt gibt es A in V, das nicht schon in C liegt, da V unendlich dimensional ist. Ja? Also im Prinzip genau die gleiche Argumentation. Ja? Jetzt geht es nur zurück. Dann nehmen wir wie vorher, C soll dann das Erzeugnis von C A sein, wobei das hier eigentlich die Menge C sein sollte, in V, das ist wiederum der Spann von CA und D' ist genau wie vorher das Erzeugnis von DB in W, das ist wiederum der Spann von DB und unser G, das dann von C' bis D' geht, ist genau wie vorher, wird definiert durch CI wird abgebildet auf DI und A wird abgebildet auf B. Und jetzt sind die Rechnungen genau die gleichen. Also das setzt wieder F fort, genau, da müsste man vielleicht gar nicht so im Detail nachrechnen, aber das sieht man ja schon an dieser Definition der Basis. Ja? Die Basis wird aufs Gleiche abgebildet, dann heißt die ganze Funktion wird aufs Gleiche abgebildet. Und dann hier, das bringt dann im Prinzip B in den Bildraum. Okay, und das war's. Bis dann.